Genau, dann gehen wir auf jeden Fall auch noch mal auf das Thema Snacks ein oder auch Lust auf was Süßes. Und wir haben heute ja auch den Ice Cream haben wir heute gekocht und haben einmal die Energieballs bzw. Blissballs gemacht, was super gesunde Alternativen sind, wenn ich einfach Lust auf was Süßes habe. Also dass ich mal Lust auf was Süßes habe oder mal einen schnellen Energieschub brauche, bei uns im Alltag ist natürlich ganz normal. Und es auch nicht zu vermeiden und braucht man auch nicht ignorieren oder sich irgendwie schlecht fühlen, wenn man mal Lust auf was Süßes hat. Wichtig ist dann natürlich die Auswahl, dass wir einfach dann nicht eben schnell zu irgendwelche Industrieprodukte greifen, sondern dass wir gut vorbereitet sind und können auch super so Art von Snacks wie die Energy Balls können wir ja auch selber machen. Und wie gesagt, das schnellste Fast Food überhaupt, also wenn wir tagsüber oder auch morgens einfach mal einen Energiehieper brauchen, dann in Form von Obst ist natürlich das beste Fast Food, das wir eigentlich zu uns nehmen können. Und sonst, wie gesagt, können wir halt auch sehr gut in Form von Nüssen, die ja auch in den Energy Balls verarbeitet sind, sehr gut ganz schnell Energie auch zu uns führen. Oder auch so eine Tafel dunkle Schokolade. Davon soll es natürlich dann keine ganze Tafel sein, aber einfach so ein Stückchen, dass man sich davon mal was gönnt. Das ist natürlich völlig normal. Und Kakao hat ja auch positive Eigenschaften, zum Beispiel auch auf unseren Hormonhaushalt. Und das können wir natürlich auch gerne mal zu uns nehmen. Wenn wir den ganzen Tag nur Lust auf was Süßes haben, klar, dann stimmt irgendwas nicht mit uns und das sollten wir auf jeden Fall hinterfragen. Aber dass wir dann mal schnell Energie brauchen, das ist natürlich ganz normal. Diese Heißhungerattacken an sich zeigen eigentlich einen Nährstoffmangel. Also sollte man schon erstmal schauen, dass man sich ja, mit einem gesunden Mittagessen versorgt hat oder mit einem gesunden Frühstück. Aber generell, um einfach, wenn man schnell mal Energie braucht oder abends mal Lust zu snacken hat, da kann man auf jeden Fall super auf gesunde Alternativen zurückgreifen. Und da haben wir jetzt ja auch ein paar bei uns im Rezept. Wie gesagt, die Nice Cream mit Banane und die Bliss Balls mit Nüssen und auch mit Kakaonips. Das sind auf jeden Fall super Alternativen für Snacks und die können wir jederzeit zu uns nehmen. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, wie sieht es dann so mit Trockenfrüchten aus? Also ich kenne das von, das höre das von vielen, dass viele gerne getrocknete Feigen, Aprikosen und Datteln essen. Die sind auch sehr, sehr energiereich. Was hältst du davon? Ja, sind sehr energiereich und kann man auch gut mal so als Snack zu sich nehmen. Aber auch, wie gesagt, da ist es auch wichtig, nicht wieder in Massen, weil es ist getrocknet und der Zuckeranteil ist darin sehr viel höher als jetzt in frischem Obst. Deswegen ist das wichtig, das wirklich als Snack oder als was Besonderes auch zu betrachten. Jetzt sich ein Frühstück voller Trockenobst zu machen, belastet auch eher unser System. Aber in Form von Snacks eingearbeitet, wir haben ja auch Datteln verarbeitet bei uns in den Energy Balls, das kann man gut als Alternative oder auch als Zuckerersatz, bevor man sich irgendwas mit Zucker macht, irgendwelche Kekse oder so, kann man auf jeden Fall immer gut Datteln nehmen und Trockenfrüchte. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ersatz dafür. Aber wie gesagt, kein Grundnahrungsmittel. Super. Ja, sehr gut.